Hallöchen, ihr lieben Saurier-Fans. Heute geht's los mit Chaostheorie Isla Sorna, Anlage B. Mach dich auf zur Isla Sorna und fange die Saurier ein, die Masrani braucht, um mit dem Bau von Jurassic World zu beginnen. Bestehende automatische, ja. Die anderen zwei habe ich ja soweit Menschen gesichert. und Saurier hätten einander auf keinen Fall so nahe sein sollen. San Diego verdiente etwas Besseres. So wie die Saurier. Aber Menschen, tja, sind neugierig, vorhersehbar und habgierig. Diese Eindringlinge verursachten mehr Chaos, als sie ahnen konnten. Während unserer Abwesenheit wurde aus den menschlichen Wärtern eine Gefahr. Simon Masrani wollte John Hammonds Vision verwirklichen. Größer, Cool. schöner, ambitionierter als das Original. Doch die Saurier haben ihre eigenen Pläne. Jagen, fressen, sich eine Nische in dieser neuen Welt erobern. Mal sehen, wie sich alles entwickelt, wenn du mit dabei bist. Stehe ihnen nicht im Weg, sonst wiederholst du nur die Vergangenheit. Na, das wird mit Sicherheit chaotisch, wie sonst. Hier hat sich also all die Aufregung zugetragen. Ja, hier ist es. Einfach unglaublich. Und hier fangen wir wieder an. Neben dem Einfangen der Saurier, die uns als Grundlage dienen, habe ich Ingen gekauft, weil ich an die Wissenschaft glaube. Sie können Ihre Ergebnisse doch reproduzieren. Natürlich kann ich das. Aber es bedarf großer Anstrengungen und Ressourcen, die Forschung wieder auf dieses Niveau zu bringen. Und Sie werden für Ihre Bemühungen angemessen entlohnt. Natürlich erwarte ich Ergebnisse. Und die bekommen Sie. Okay, sehr interessant. Ich hoffe, du hast dich gut eingelebt und bist bereit. Das ist Lily Halford. Sie koordiniert den Betrieb. Miss Halford? Danke, Mr. Masrani. Ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich sage, dass wir sehr dankbar für diese Gelegenheit sind. Als kleiner Junge liebte ich es, mit Spielzeugzoos zu spielen. Und nun, mit dieser Insel und den Sauriern, besitze ich das größte Spielzeugset überhaupt. Ich will diese Freude, die Aufregung, die ich als Kind hatte, ich will, dass alle sie spüren. Sie machen das möglich. Okay, Wir müssen zuerst Kontrollzentrum ein unterstützen wir mal. Kontrollzentrum und eine Unterstützungsanlage in Betrieb nehmen. Und die brauchen alle Strom. Damit hätten wir eine starke Basis. Und dann die Saurier. Das ist der Plan. Das ist meine Investition in die Vision und in meine Leute. Bitte, ich möchte dem nicht im Weg stehen. Okay, sieht ziemlich klein aus. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen weiter wegbauen, aber. So, was brauche ich noch? Unterstützungsanlage. Und Kraftwerk natürlich. Beziehungsweise erstmal geht ja nur der Notfallgenerator. Okay. Unser Ziel ist der Ankylosaurus. Tolles Reptil. Fange ihn und setze ihn in einem Gehege aus. Okay. Einen habe ich zumindest mal. Na okay, mal schauen.
Muss ich hin? Ja, muss manuell betäubt werden. Okay, habe ich schon lange nicht gemacht. nee, nicht Aufgabe hinzufügen. Ich muss ja selber fliegen. Aber ich sollte erstmal zumindest mal einen Zaun bauen. Würde ich mal so sagen. Nicht schön, aber hoffentlich praktisch. Das war doch nicht der richtige, oder? Wollte schon sagen. Was hat den hier im Wasser? Mal wieder stehen. Okay. Sieht ziemlich klein aus. Also das Gehege. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen erweitern. Brauche ich eh noch ein bisschen Wasser. Ja, mach das mal. Bisschen flott bitte. Kann mal beschleunigen. Transport abgeschlossen. Ohne Tür kommt er da natürlich nicht rein. Wir arbeiten zwar im Team, aber du verstehst bestimmt, dass meine Vision Vorrang hat. Deshalb möchte ich einen Ranger-Posten,
dem auch gleich ein Team zugeteilt wird. Von dort aus kann es dann den Status der Tiere überprüfen. Ist dein Ankylosaurus glücklich? Um das herauszufinden, behältst du die Geborgenheitsstufe im Auge und erhöhst sie. So, gemeine Frucht. Gemeines Blatt. Oder gemeine Frucht. Ne, fehlende gemeine Frucht. Okay. Blatt, gemeine Welt, gemeine Faser. Gemeine Frucht. Da. Offenes Gelände passt. Passt. Sollte reichen. Gemeines Blatt will er auch noch. Kriegst du auch noch. Okay, ein bisschen, war ich ein bisschen geizig mit dem Wasser. Was ist er denn? Da. Wilde Territorium. Das sieht mir eher so aus, als würde der pennen, anstatt Territorium bilden. Komfort 70. Gemeines Blatt. Wieso fehlt hier noch gemeines Blatt? Gemeine Frucht. Was habe ich denn da hinten gemacht? Ich habe da gemeines Blatt. So, mal hoffen, dass das jetzt passt. Kann auch jetzt nicht noch meines Blatt fehlen. Okay, den fehlt immer noch gemeines Blatt. Okay, das gehört noch nicht zu seinem Territorium.
So, 81%, naja. Muss erstmal reichen. Okay. Kommen wir der Sache langsam näher. Orson Welles hat mal gesagt, über ein Filmstudio, er meinte, es war die größte Spielzeugeisenbahn aller Zeiten. Natürlich hatte er keine Saurier. Ich will den Ankylosaurus sehen und beobachten können. Baue bitte eine Beobachtungsplattform. Das klang jetzt zwar eher wie ein Vorschlag, aber ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ja, du Vogel. So, kann ich eigentlich schon forschen? Naja, ein bisschen was zumindest. Wissenschaftszentrum. Okay. Also zum Forschen brauche ich dann erstmal ein Wissenschaftszentrum, ist klar. Ich kann da nicht überall so ein Ding hinstellen. Mann, Mann, Mann. Wir müssen diese Tiere in die externe Halteanlage bringen. Sobald ihre Gehege bereit sind, können wir sie in die Jurassic World holen. Toll, wir sind Saurier mit dem Einfangteam. Okay. So, was heißt denn jetzt, bringe ihn an einen anderen Ort? Ich will jetzt noch so ein bisschen Rätsel. Saurier auslagern, okay. Ich nehme mal an, das ist damit gemeint. Wenn nicht, habe ich jetzt Kacke gebaut. Produkt wird transportiert. Ich hoffe, dir steht der Sinn nach etwas Aufregung. Mir jedenfalls. Heute müssen wir mehrere Saurier derselben Spezies einfangen und wieder unter Kontrolle bringen. In einem Gehege. Es kann sofort losgehen, wenn du magst. Was du solltest. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder selber fliegen, oder? Ne? Sehr schön, dann können wir hier so ein bisschen beobachten. Oh, guck mal, da sind kleine... Ich hoffe, die lasse ich nicht zurück. Das ist ja süß. Voll süß. Oh. Und was ist jetzt mit dem Kleinen? Ich hoffe, ihr habt es gut da draußen, so alleine. Produkttransport im Gange.
Transport hat begonnen. Produkttransport beendet. Okay. Dann machen wir mal eine Statusabfrage. Gleich weiter mit den nächsten Aufgaben. Du bist verantwortlich für einige Statusprüfungen und solltest das Wohlbefinden der Saurier erhöhen. Alles Routine. Das sollte dir keine Schwierigkeiten bereiten. Ich denke mal auch. So, was braucht ihr denn? Gemeine Frucht, Wald, gemeine Faser. Also im Prinzip muss ich hier noch ein bisschen umdesignen. Schon wieder vergessen. Doch, gemeine Frucht, gemeine Faser. Gemeine Frucht sind auch wieder die Bäume. Danach gemeine Faser. So, mal schauen. Fehlender Wald. Ich mag es, meine Saurier im Auge zu behalten. Ich finde nur nicht so viel Zeit dafür, wie ich gerne hätte. Aber dafür habe ich ja dich. Wirf ein Auge auf diese Tiere. Diese Saurier sind bereit für den Umzug zur Halteanlage. Lass sie nicht warten. Oder mich, was das angeht. Du bist schon ein Vogel. Ich hab's doch erst hingebracht, Mann. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Hole Produkt ab. Nein, im Wasser. Lass ihn nur schön ersaufen. Transportiere Produkt. Produkt unterwegs. Treibstoff schon fast alle. In der Wildnis gibt es einen neuen Saurier. Spüre ihn auf, fange ihn ein und bring ihn wieder zurück in den Park. Okay. Nehmen wir an den hier. Oh, der sieht aber ganz nice aus. Der gefällt mir. Aber an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Mal schauen, was uns hier noch erwartet. Ich hoffe, dass es jetzt nicht nur so einsammeln, wegschicken. Da kommt hoffentlich noch was. Ja, ich sage an der Stelle mal danke und bis zur nächsten Runde. Bye, bye.